Ja, und jetzt steht schon neben mir mein Kollege Georg Molinski, der nämlich gleich ein Interview oder ein Gespräch führt mit Fabian Fricke. Und zwar geht es darum, Fabian Fricke sagt, der Betrieb läuft auch ohne mich, Tischlermeister. Und genau, Fabian Fricke stellt sich jetzt die Frage, wie und wo er alle zu einem Auftrag gehörigen Informationen einschließlich der Verbräuche von Material und Arbeitszeit sammeln kann, strukturieren kann und seinen Betrieb zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle dann einbringen kann. Diese Antwort liefert er uns jetzt gleich. Mehr möchte ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Ich übergebe an dich, Georg, und wünsche ein gutes Gespräch. Okay. Genau. Und ich. Eine Sekunde. So, jetzt kann es losgehen. Ja, hallo, grüß Gott auch meinerseits. Hallo Fabian. Hallo, bin auch da, ja. Du hast eine 12-Mann-Tischlerei und besuchst einen Kunden. Was passiert denn danach? Ja, also erstmal möchte ich mich einmal kurz vorstellen. Bin Fabian Fricke, habe meinen Betrieb 2011 gegründet, aus dem Nichts heraus. Wir hatten einen alten Kuhstall, wie auch auf Instagram zu sehen. Ja, haben halt dann immer weiter eingestellt, immer weiter gewachsen. Neue Maschinen, mehr Fläche, mehr Platz angebaut, angebaut, angebaut. Und ja, jetzt sind wir eigentlich da, wo wir jetzt gerade stehen. Wir haben vorher mit einer anderen Software gearbeitet, haben die jetzt vor kurzem jetzt komplett einmal umgedreht und da gehen wir ja jetzt einfach mal drauf ein, welche Software das ist und wie wir damit loslegen. Genau, also ich bin mit meinen Jungs, ja, die arbeiten halt hier fleißig, arbeiten auch in der Software. Ich bin beim Kunden bei der Baustelle, habe da meine Time4App aktuell geöffnet, gebe da oder frage da halt die Kunden, nach Name, nach Anschrift, nach E-Mail-Adresse, nach Telefonnummer, eigentlich alle relevanten Daten, die ich jetzt vor Ort brauche, um überhaupt erstmal ein Angebot zu stricken. Genau. Ja, was passiert dann? Genau, dann geht es in dem nächsten Schritt weiter, dass ich da halt Bilder von mache in Time4 und skribbel oder skizziere dann darauf die Maße. Wenn es natürlich jetzt richtig umfangreich werden sollte, also sprich, das Angebot muss jetzt richtig schnell durchlaufen oder sowas, dann haben wir aktuell auch noch die OneNote-Schnittstelle logischerweise. Also zumindest arbeiten wir da auch noch teilweise drin. Wir sind aber daran, dass die Firma Vendoc mit Time4 uns da auch eine Schnittstelle bastelt, dass es in der Form auch anders oder schneller funktioniert. Da sind wir aber in der Entwicklung, wo die uns definitiv unter die Arme greifen, weil bei denen ist nichts unmöglich und alles machbar, so wurde es mir gesagt. Und wenn es ein, zwei Tage Programmierungszeit ist, dann ist das so. Genau. Na, ich glaube, wir müssen noch mal kurz zurückgreifen, damit die Zuschauer wissen, worum es geht. Du hast vor 2 Jahren einen Meister gehabt, der ist im Vaterschaftsurlaub gegangen. Was ist da passiert bei euch? Genau. Also am Anfang dieser ganzen Digitalisierungsprozessaktion ist jetzt sogar schon 4 Jahre her das Ganze, ist ein Mitarbeiter, der hier im Büro arbeitet, einen Vaterschaftsurlaub oder halt Elternteilzeit gegangen. Und wir hatten keine Möglichkeit, dass er dann auf die Zettel zugreifen konnte. Und dann habe ich mir ziemlich viele Videos angeguckt auf YouTube, mich viel informiert. Das war zwischen Weihnachten und Neujahr und habe dann die Jungs Anfang des Jahres dann, 2020 war das in der Form, habe ich die vor vollendete Tatsachen gestellt, dass wir den Betrieb jetzt von links auf rechts drehen, einmal komplett digital werden. Bei uns gibt es keine Zettel mehr. So, und da haben wir die Schnittstelle OneNote halt ins Leben gerufen. Wie gesagt, halt, wir sind noch in der Umstellungsphase und wir arbeiten auch noch teilweise da drin, aber wir ziehen gerade alles so nach und nach um. Auf jeden Fall hatte dann der Sören die Möglichkeit, von zu Hause aus auf unsere Daten, die wir aufgemessen haben, zu arbeiten und die Mitarbeiter auch in der Werkstatt über OneNote die Informationen zu bekommen, Zeichnungen, ähnliches, also alles mit Zuschnittlisten und, wurde alles in OneNote eingepflegt halt. Das Ganze hat natürlich auch einen Hintergrund, dass dann jeder Mitarbeiter ein Tablet brauchte und dann hatten erst zwei
Zusammenhalt eins, dann wurde sich darüber logischerweise gestritten. Dann haben wir das Ganze noch so weit verfeinert, dass jeder dann ein Tablet bekommen hat. Und so ging dann diese Reise halt, was diese Digitalisierung angeht, eigentlich erst richtig los mit dieser OneNote-Schnittstelle. Und von zu Hause aus arbeiten, alles aus, ja, alles aus einem System sozusagen halt, was OneNote angeht. Genau. Dann war ja eigentlich alles gut. Ja, aber irgendwann kommt man an die Grenzen. Also OneNote wurde jetzt die letzte Zeit ziemlich unübersichtlich. Ich bin da auch gerade halt in einem Coaching drin, wo wir dann halt wirklich diese Probleme oder für mich sind das alles keine Probleme, für mich sind alles Aufgaben, wofür wir eine Lösung brauchen. So, dann bin ich halt wirklich tiefgründig auf die Reise gegangen, habe wirklich alles ausprobiert, hatte so viele Meetings, Online-Meeting, hatte hier auch Firmen halt im Haus, die mir einfach deren Lösung präsentiert haben, aber bei allen Lösungen war immer ein Nein irgendwo dabei und ich komme nicht weiter. So, dann ja, habe ich dann irgendwann eine Software gefunden und diese Präsentation hat mir so gut gefallen. Die haben alles mit Ja gesagt und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, alles, was es nicht gibt, dauert vielleicht ein, zwei Tage Programmierungszeit und dann haben wir das. Und das hat mich Was genau überzeugt. hast du denn gesucht? Ich habe komplett eine Warenwirtschaft gesucht, wo ich alles aus einem System raus habe, wo automatische Workflows hinterlegt sind. Die ganzen Überweisungen automatisch letztendlich gehen mit wenigen Klicks, die ganzen Materialien drin sind, die ganzen Informationen, die zu dem Kunden gehören, drin sind, womit dann aber auch die Jungs alle Informationen auf den Baustellen haben, also sind. Und OneNote ist halt irgendwann aus den Nähten geplatzt, aus dem Grund, weil einfach viel zu viele Informationen da drin waren. Und ja, zuletzt haben sich sogar noch nicht mal mehr die Tablets vernünftig abgeglichen, weil einfach zu viel Daten drin waren. Genau. Wie sieht denn jetzt der Workflow konkret aus? Wir sind jetzt so weit gekommen, du bist beim Kunden, füllst in dieser Time4App auf dem Tablet aus, die Kundendaten, alles, was man braucht, um so einen Vorgang zu starten, nimmst dein Aufmaß, fotografierst von der, Baustelle und wie geht es dann weiter? Genau, dann gehe ich ins Büro. Lese den Vorgang aus, habe den dann in meiner Vendoc-Version, also halt Pracom Vendoc, das ist die Warenwirtschaft, die wir aktuell dahinter jetzt haben, die wir auch weiter fleißig füttern und verfolgen. Das fließt dann von Time4 automatisch in Vendoc rein. Genau, dann habe ich den Vorgang da drin und da drin kann ich dann halt diese Daten gleich direkt einlesen, sodass ich auch den Kunden alles automatisch drin habe, dass ich halt alle Informationen, die ich auf der Baustelle gesammelt habe, in dem Vendoc verarbeiten kann. Genau, dann bekommt der Kunde daraus sein Angebot. Jedenfalls haben wir ja dazwischen noch die Situation, wenn wir jetzt noch mit der Möbelbaugeschichte halt ähnlich wie eine Küche oder ein Einzelmöbel, das zeichnen wir dann in Palette Cut. Das wurde vorhin schon ziemlich gut präsentiert. Genau so, wie es da präsentiert wurde, arbeiten wir mittlerweile damit. Das macht der Sören Koch. Der ist leider jetzt gerade noch nicht da. Ich hätte ihn sonst gerne noch mit dazu geholt, aber der ist noch auf einem Aufmaßtermin. Naja, auf jeden Fall geht es halt darin dann weiter, dass wir da halt die Zeichnung machen für den Kunden. Der Kunde kriegt dann halt diese Information aus der Zeichnung, was, ob es ihm gefällt, ob es ihm nicht gefällt. Wir kriegen wieder ein Feedback. Es gefällt mir, dann bekommt er daraus dann ein Angebot. Und aus Palette Cut bekommen wir halt unsere ganzen Daten, was Plattenmaterial, was, also um die ganze Kalkulation halt auch irgendwo abzuschließen. Da fehlt uns aktuell jetzt noch so ein bisschen die Schnittstelle. Da sind wir noch nicht weiter in die Umsetzung gegangen, weil wir jetzt gerade halt noch andere Themen halt ansprechen. Die Genau. Schnittstelle von Vendoc zu Palette Cut oder von Genau. Palette Cut zu Vendoc? Beide Seiten, beide Seiten. Okay. Es geht um beide Seiten, dass wir diese beiden Möglichkeiten halt dann auch auslesen können. Genau. Aber wie gesagt, es ist nichts unmöglich und ich denke mal, da werden wir dran arbeiten. Okay, das heißt, in Vendoc seid ihr jetzt in der Angebotsphase, ist das richtig? Genau, wir sind in der Angebotsphase. Der Kunde hat sein Aufmaß oder jedenfalls das Aufmaß nicht, er hat Zeichnung bekommen, hat sein Angebot bekommen und dann ja, bekommt er automatisch mit einem Workflow, also in Vendoc kann man x-beliebige Workflows generieren.
wo dann rein theoretisch nach Angebotsstellung ich einen Tag eingeben kann, wann der Kunde nochmal eine nette E-Mail kriegen soll, wann er denn informiert werden soll, halt, Mensch, haben Sie das Angebot schon gesichtet, wie geht es weiter, haben Sie sich schon entschieden, also dass diese ganze Situation gar nicht unter den Tisch fällt, weil es war früher so, dass halt Angebote geschrieben worden sind, aber denen wurde nicht nachgegangen. Logischerweise, weil wir andere Dinge zu tun haben. Und in diesem Fall brauche ich es auch nicht tun, weil es das Programm automatisch tut. Okay, gut. Und jetzt ist dieses Angebot rausgegangen, das Erinnerungsschreiben ist rausgegangen und der Kunde antwortet und sagt, bitte gerne bau den Schrank. Was passiert dann? Genau, dann leiten wir das Ganze über in den Auftrag. Und für uns eröffnet sich dann eine Checkliste, zumindest auch wieder ein Workflow, dass wir aus diesem ganzen System halt an alle Dinge denken. Also sprich Plattenmaterial, auch zur Not nochmal mit dem Kunden besprechen, ob er da noch irgendwelche Änderungswünsche halt hat. Dann müssten wir natürlich nochmal wieder ein neues Angebot machen. Aber in dem Fall hat er jetzt sich dafür entschieden, was wir halt besprochen haben. Dass alle Griffe da sind und wir können das Ganze halt in die Kapazitätsplanung schieben, worüber wir dann automatisch sehen, wann soll das Möbel fertig sein und rückwirkend sehen wir, wann müssen wir was bestellen, zu wann müssen wir es bestellen, wie lange haben wir für die Herstellung, für die Montage geplant. Und dieses können wir eigentlich schon ziemlich gut von Anfang an halt sehen, wenn wir einen Liefertermin halt festlegen. Und die Kapazitätsplanung erfolgt auch in Wendog, ist das Genau, das ist alles ein aus dem Programm Vendoc raus und da sehen wir dann halt auch, was müssen wir, wie gesagt, halt zu wann bestellen und wann müssen wir überhaupt anfangen. Wenn das Ganze dann brenzlig wird von der Zeit halt her, dass wir dann halt diesen Bereich halt sagen, okay, es ist jetzt 80% der Zeit schon verschlissen oder die Planung passt jetzt gerade nicht, dann müssen wir logischerweise von einem anderen Auftrag eine Person noch mit dazustellen. Dann wird das von der Kalkulation halt her, von der Zeitwirtschaft her wieder entspannter, weil wir haben ja dann bei theoretisch pro Tag 8 Stunden mehr dran zu tun oder wir können halt mehr umsetzen. Und die Zeitinformation liefert auch Palette Cut an Wendoc? Das haben wir in der Form noch nicht, weil wir diese Kalkulation ja, die Zeitkalkulation machen wir in Vendoc. Wendoc, okay. Gut, jetzt sind wir noch in der Angebotsphase. Der Kunde, der hat jetzt alle Informationen, der ist mit dem Dekor einverstanden, hat keine Änderungswünsche mehr. Was passiert jetzt? Ja, für uns geht das Ganze halt in die Fertigung. Das heißt, der Sören hat alle Zeichnungen erstellt. Die haben wir ja dann in der Palette Cloud, wo die Jungs drauf zugreifen können, aber auch in Time4, wo die Mitarbeiter mit ihrem Tablet auf den Vorgang sich einbuchen, damit wir die Zeitwirtschaft halt dementsprechend Nachkalkulation halt haben. Und damit wir überhaupt sehen, wo wir überhaupt stehen. Zeitlich, materialtechnisch sehen wir dieses definitiv halt alles in Vendoc, aber die Zeitwirtschaft, wo die Jungs sich einbuchen, machen die halt in Time4 auf ihrer App, entweder vom Handy, vom Tablet her. Ja, das ist halt da in dem Bereich alles möglich. Und unter dem Vorgang haben die halt dann auch die Dokumente und in den Dokumenten finden die halt auch alle erstellten Dateien, PDFs, Zeichnungen von Palette Cut, was der Sören erstellt hat. Also wir sind jetzt von der Aufmaßphase durch die Angebotsphase in die Produktionsphase. Genau. Fertigungsinformationen findet das Team über ihre Tablets auf der Time4-Oberfläche und über diese Oberfläche buchen sie auch die Arbeitszeiten, Genau. die den Aufträgen zuzuordnen ist. Gibt es eine Kontrolle für die Arbeitszeiten, ob das mal irgendwann aus dem Ruder laufen kann? Genau, also ich sehe das, weil diese ganze Time-4-Situation wird zurückgeführt in Vendoc. Wir können es jetzt leider so direkt nicht am lebenden Objekt zeigen, weil es jetzt auch ein bisschen kurzfristig alles ist und ich habe halt leider keine Demo drauf und ich wollte jetzt nicht alles einmal preisgeben, aber also wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen zu erklären. Also in Time4, die Daten fließen zurück in Vendoc und da sehe ich halt wirklich top aktuell, es wurden Zeiten gebucht und ich sehe auch dort anhand dessen,
wie viel Zeit ist schon verschlissen, wie viel Material ist jetzt schon drauf gebucht und läuft es aus dem Ruder oder läuft es nicht aus dem Ruder. Wenn ich bei 80%, also das ist dann wieder diese Workflow-Situation, dass ich mir das ja auch wieder einrichten lassen kann, wenn da halt ein gewisser Grad halt überschritten wird, werde ich darüber informiert und ich bekomme eine neue Aufgabe, um diese dann halt zu prüfen. Was ist da los? Wie geht's weiter? Und was müssen wir überhaupt tun? Müssen wir jetzt noch Personal nachsetzen? Haben wir da vielleicht, ja, meine, jeder kennt es, wenn da mal ein Bauvorhaben mit 100 Stunden gebucht ist oder kalkuliert ist und ich brauche jetzt 120, ja, dann ist das ein bisschen schwierig, aber wir werden jetzt schon vorher gewarnt und wir können dann vorher schon einschreiten und überlegen, wie eventuell Dinge schneller gehen oder wie wir überhaupt was machen. Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass die Fertigung dann irgendwann abgeschlossen ist. Wie geht es dann weiter? In welche Auftragsphase kommen wir dann? Genau, wir sind immer noch in der Auftragsphase, weil wir sind, also die Jungs haben sich in diesen ganzen Zeiten jetzt halt auf die Kostenstelle halt Werkstatt, Bankraum, Kante, CNC halt, das wird halt dann dementsprechend alles extra erfasst. Und da geht es dann halt in die Kostenstelle Montage. Und auf der Montage haben ja, wie gesagt, halt die Jungs auch in Time4 wieder alle Daten zur Verfügung. In ihrem Unterordner hinter dem Vorgang mit Zeichnungen, mit meinem Aufmaß, das packe ich da auch dementsprechend mit rein, damit die überhaupt wissen, wie ist das, wo ist der Zugang zu dem Objekt, wo komme ich am besten rein. Das bereite ich denen halt alles automatisch, also eben jetzt nicht automatisch, aber das bereite ich denen vor und das können die dann dementsprechend bearbeiten oder halt nutzen. So, und wenn das Ganze dann da erledigt ist auf der Baustelle, haben die da halt dann auch den Abschluss zu tätigen mit einer Checkliste, die ich denen auch hinterlegt habe, dass zum Beispiel alles ordentlich ist, dass alles sauber ist, dass mit dem Kunden alles durchgesprochen wurde. Wenn jetzt irgendwas noch zu mängelmäßig oder ähnliches sein sollte, wird halt das alles mit dieser Checkliste abgehakt und dann geht das Ganze in die, ja, fertiger Lieferschein, den der Kunde einmal unterschreibt und den auch der Mitarbeiter, also der leitende Mitarbeiter auf der Baustelle unterschreibt. Dann ist dieser Vorgang für mich in der Form abgeschlossen oder zumindest für die Jungs abgeschlossen. Und das Ganze mit Bildern, die sie logischerweise auch machen müssen von den Baustellen, damit es nachher kein Ärger gibt, halt wandert wieder zurück von Time4 in Vendoc. Und da kann ich dann dementsprechend gleich sehen, mit Stunden, mit Materialkalkulation, wo stehen wir, haben wir Gewinn, Verlust, wurde noch was hinzugebucht, weil das können die Jungs auch auf den Baustellen, wenn der Kunde jetzt einfach sagt, halt, ich möchte hier aber noch eine Tür abgesägt haben, dann können sie halt dementsprechend auf diesem Auftrag auch noch also einen Handauftrag erzeugen oder anlegen, den sie sich dann auch gleich direkt unterschreiben lassen können, um somit dieses dann auch noch zusätzlich mit abzurechnen. Und das passiert dann wieder in Vendoc, wo alles zusammenläuft. Und dann ist der Vorgang für uns dokumentiert. Zeiten sind drauf, Material wurde drauf gebucht, was ich eingekauft habe. Bilder sind drin, wie was gemacht wurde, Baufortschritt und. Alles dann in Vendoc fest dokumentiert. Genau. Super, und die Nachkalkulation ist quasi fertig in dem Moment, wo die Rechnung geschrieben wird. Genau, die gucke ich mir logischerweise vorher schon an, weil es kann ja sein, dass da irgendwas gewesen ist, was nicht mit besprochen war, aber ja, genau, so funktioniert das in dem System. Wie nehmen denn die Kunden diesen automatisierten Kommunikationsverkehr an? Also ich würde mal so sagen, Sie wissen es ja nicht. Es ist ja, Sie bekommen eine E-Mail, aber da steht ja nicht, dass die automatisch generiert wurde. Okay. Und da ist es dann halt auch in dem Bereich so, dass man halt manchmal sehr überrascht ist, dass dann die Person anruft. Aber ja, na klar, man muss sich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass es so ist, wie es ist. Ja, okay. Wie nehmen denn die Mitarbeiter diese neuen Arbeitsweisen an? Also dadurch, dass wir ja schon länger mit Tablets arbeiten und diese ganze Situation eigentlich von mir vor vollendete Tatsachen gestellt wurde,
hat es ziemlich gut funktioniert. Also ich habe die von Anfang an mit reingenommen, habe gesagt, hier Leute, ich bin aktuell nicht zufrieden, einmal mit unserem alten Warenwirtschaftssystem und auch mit OneNote, es platzt alles aus allen Nähten, wir brauchen irgendwas Neues, ich gehe jetzt auf die Suche. So, und dann habe ich denen logischerweise das auch alles ein bisschen zur Verfügung gestellt, habe mit denen das Ganze besprochen und ja, ich habe die einfach halt mitgenommen auf meine Reise und habe die da jeden Tag von informiert. Ja, und dann, wie das Ganze dann eingeführt wurde, das ist nicht von heute auf morgen. Also es geht wirklich, also erstmal muss man sich von seinem alten System trennen. Das hatte ich jetzt wirklich 13 Jahre und habe gesagt, ich starte jetzt einfach nochmal neu durch. Und die erste Zeit dachte ich, verdammte Scheiße, was, Entschuldigung, aber was habe ich denn da jetzt gemacht? Und am Ende sagte dann Sören nur, also Sören Koch, der Werkstattmeister hier, sagte nur, Fabian, das ist jetzt die erste Geschichte, aber das Ding geht richtig nach vorne, wenn es uns richtig so eingerichtet ist, wie wir es wollen. Und so läuft es auch mittlerweile. Nach dem zweiten Mal war ich schon entspannter, nach dem dritten Mal wusste ich, wie ich drin arbeite. Und auch die Mitarbeiter, denen habe ich das einmal vernünftig gezeigt mit der Time4, weil die arbeiten ja nur in der Time4-App, wo sie ihre Stunden buchen. Einmal gezeigt und klar gibt es so ein paar Kinderkrankheiten, das hat auch eine Woche gedauert, aber im Großen und Ganzen hat es verdammt gut funktioniert. Hätte ich selber nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass die damit nicht so gut klarkommen, aber mittlerweile sagen sie, wir wollen OneNote nicht mehr, wir brauchen alle Daten hier. Ich habe die Informationen, welche Baustelle, wo, wie, wo, was, Telefonnummern von den Mitarbeitern, von den Kunden und. Es ist alles in dieser Software drin. Und das ist halt das Schöne an der ganzen Sache. Vendor kann ja noch viel mehr, als du jetzt beschrieben hast. Es ist ja ein ganzes Warenwirtschafts- oder wie heißt das, Materialwirtschaftsmodul drin. Wollt ihr das auch nutzen? Genau, also wir sind da weiterhin logischerweise im Wachsen. Wir haben uns jetzt erstmal auf diese Kernpunkte spezialisiert, halt, dass das System überhaupt hier erstmal so in der Form läuft. Aktuell steht jetzt gerade das DMS noch auf dem Programm halt, Datenmanagementsystem halt, wird wahrscheinlich oder so wird es ja jetzt Acanthum One Crew. DMS, das werden wir jetzt als nächstes noch mit einbauen, halt, damit das Ganze auch noch mehr in das Digitale halt reingeht. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Arbeit damit, halt mit den Rechnungen und sowas. Und da erhoffe ich mir halt dann auch nochmal wieder einen Mehrwert. Genau. Hier kommen gerade Fragen rein. Jemand fragt, was du vorher für ein ERP-Programm hattest und fragt auch noch mal genau nach dem Namen des neuen. Genau, also wir wollen nicht mit Steine werfen. Ich war auch mit dem alten oder mit dem alten System sehr zufrieden. Gerade für der Einstieg überhaupt in diese ganze Welt funktioniert das Ganze. Es ist halt Corpora war das Ganze. Corpora PinCalc ist ja auch ein verdammt gutes System. Wir haben ja, wie gesagt, 13 Jahre drin gearbeitet. Wir arbeiten in der Form auch noch immer da drin, weil ich ja logischerweise auf die Daten, auf die alten Daten auch noch zurückgreifen will und auch muss. Das hat sehr gut funktioniert, gerade insgesamt halt. Also, ne, wir haben uns jetzt halt davon in der Form getrennt, weil wir einfach noch mehr Übersichtlichkeit haben wollen. Und das könnte man jetzt logischerweise oder das könnten wir jetzt halt auch schön zeigen, aber müsste dafür eine Demo haben, weil alles, was mir fehlt, kann ich da mit einem Knopfdruck Spalten einblenden und schon ist es da drin. Also es ist gerne mal auf die Homepage gucken da, Pragcom ist ein österreichischer und diese ganze Truppe ist auch in der One Crew, so wo auch jetzt halt PinCalc Corpora halt drin ist. Okay. Also das ERP heißt Vendoc und die Time4-Apps Von wie Emsoft. Emsoft. Okay. Und die machen auch von Vendoc den Vertrieb hier in Deutschland. Okay. Gut. Hast du noch weitere Aufgabenbereiche, die du automatisieren möchtest, bietet Vendoc da noch mehr an? Ja, also grundsätzlich werden wir da, glaube ich, nie ans Ende kommen, weil mir immer viele neue Sachen einfallen.
ja, liegendes Plattenlager zum Beispiel, Werkstatt insgesamt halt auch noch größer ziehen. Also aktuell können wir noch kein liegendes Plattenlager machen, aber da wollen wir halt auf jeden Fall hin. Also wir wollen in den nächsten 5 Jahren noch mal einmal einen großen Schritt gehen. Und das sind jetzt insgesamt halt auch diese ganzen Vorbereitungen dazu, dass wir wirklich halt sagen, wir wollen noch mal Wachstum. Also ich habe den Laden ja quasi 2011 mit 24 Jahren gegründet. Bin jetzt 37, werde nächsten Monat 38 und in den nächsten 5 Jahren habe ich mir halt gesagt, wir versuchen einfach mal auf einer grünen Wiese gegenüber hier von unserem Objekt nochmal eine schöne große neue Halle zu bauen. Und da habe ich jetzt auch so ein bisschen halt die HGH Hildesheim, Holztechnikerschule, da war ich ja, mit ins Boot geholt. Und die haben dann auch mal am lebenden Objekt eine komplette, ja, Hallenplanung. Wir mussten das an einem Projekt machen, was halt nie zustande gekommen ist. Und denen gebe ich jetzt die Möglichkeit, wirklich eine komplette Halle von Anfang bis Ende mit Maschinenplan, ja, einfach mal komplett durchzuplanen. Und da lassen wir einfach mal 2, 3 Jahrgänge durchlaufen. Und ja, da freue ich mich drüber, dass die das halt mit uns so quasi dann begleiten. Genau, das ist der Plan. Das passt bestimmt perfekt zu dem Materialmanagement-Modul. Genau. Also, ich glaube, wir könnten noch unendlich weiter So ist fragen. das. Ich glaube, das Wesentliche ist rübergekommen. Das sind hier auch keine Fragen mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich und verabschiede mich. Jawohl, vielen Dank.